Nachdem in Beitrag 2 die kapitalistische Gesellschaftsordnung in ihren Grundzügen dargestellt wurde, geht es dieses Mal um die kapitalistische Wirtschaftsordnung. Hierzu wird wieder ein Klassiker der kapitalistischen Literatur vorgestellt: Die Bürokratie, 1944, von Ludwig von Mises. Hintergrund: Die Bürokratie entstand 1944. Ludwig von Mises lebte zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre in den USA, da er aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner Lehren vor den Nazis aus Österreich fliehen musste. In den USA erlebte er ein grundsätzlich anderes Verhältnis zwischen Kapitalismus und Bürokratie, als er es aus Europa gewohnt war. Dies spiegelte sich in diesem Werk in etlichen Vergleichen zwischen dem System Europa und dem System USA wider. Neben Omnipotent Government 1944 war Die Bürokratie auch sein erstes in Englisch veröffentlichtes Werk. Die ins Deutsche übersetzte Ausgabe erschien zusammen mit Liberalismus 1993 in der Serie Klassiker der Freiheit der Friedrich-Neumann-Stiftung im Academia-Verlag. Über den Inhalt: Ludwig von Mises beschreibt in diesem Werk die beiden grundverschiedenen Wirtschaftsordnungen, welche es in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung gibt. Die kapitalistische bzw. gewinnorientierte Wirtschaftsordnung und die bürokratische Wirtschaftsordnung. Beide waren voneinander abgegrenzt und jeweils in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise vorgestellt, sowie ihre Vor- und Nachteile erläutert und ihre Notwendigkeit aus von Mises Sicht erklärt. Über den Beitrag: Vorgestellt waren die Grundzüge der kapitalistischen sowie bürokratischen Wirtschaftsordnung. Dass sich einige der Begriffe durch die Mainstream-Ökonomie, Keynesianismus und Neoklassik in ihrer Bedeutung gewandelt haben, werden alle Inhalte für besseres Verständnis kommentiert. Kapitalistische Wirtschaftsordnung. Nach von Mises ist Kapitalismus als Wirtschaftsordnung ein System gesellschaftlicher Zusammenarbeit und Arbeitsteilung, welches auf dem Privatbesitz der Produktionsmittel basiert. Siehe Beitrag 2. Ein Kerncharakteristikum des Kapitalismus ist das freie Unternehmertum. Das Ziel des Unternehmers ist es, Gewinn zu erzielen. Die Steuerung der gesamten Wirtschaftsordnung übernehmen die Konsumenten mit Hilfe der Marktpreise. Kapitel 1, Absatz 1. Nach der Definition von Ludwig von Mises macht den Kapitalismus nicht nur das Privateigentum an den Produktionsmitteln aus, sondern vielmehr auch ein freies Unternehmertum sowie ein freier Marktpreis, was beides eine direkte Konsequenz aus dem Achten der Eigentumsrechte ist. Ein System, welches den Unternehmen und Konsumenten vorschreibt, was zu produzieren bzw. konsumieren ist, entfernt sich demnach vom Kapitalismus. Entsprechend kann der Kapitalismus mit den Worten Eigentum, siehe Beitrag 2, oder Vertragsfreiheit vollumfänglich beschrieben werden. Der Marktpreis. Der Marktpreis ist für den Unternehmer der Wegweiser seiner wirtschaftlichen Planung. Er ist der Preis für ein Produkt, welcher durch Angebot und Nachfrage, fußend auf der Achtung des Eigentums, am Markt entsteht. Über den Marktpreis steuern die Konsumenten den Markt, da die Unternehmer nur durch den Marktpreis wissen können, ob sich eine Investition lohnt und sie dadurch den allgemeinen Wohlstand steigert oder sie der Befriedigung dringenderer Bedürfnisse im Weg steht. Der Marktpreis erhebt nicht den Anspruch, allgemeingültige Werte zu vertreten. Zudem ist der Konsument nicht unfehlbar, wodurch scheinbar rentable Investitionen zu Fehlinvestitionen werden können. Allerdings, so von Mises, ist jegliche Autorität fehlbar, weshalb sie nicht in der Lage ist, bessere Entscheidungen als der Konsument zu treffen. Kapitel 1, Absatz 2. Von Mises versteht den Marktpreis in einem engeren Sinne. Ein Marktpreis kann nur frei, das heißt durch Achtung des Eigentums, entstehen. Die Mainstream-Ökonomie betrachtet den Marktpreis in einem weiteren Sinne. Für sie ist jeder erzielte Preis ein Marktpreis, selbst bei staatlicher Preispolitik. Aus dieser Sichtweise heraus kann sogar der Preis für ein CO2-Zertifikat oder eine Rundfunklizenz als Marktpreis gelten. Kostenrechnung. Kapitalismus dreht sich um Gewinn und Verlust. Diese lassen sich mittels der Kostenrechnung darstellen. Der Unternehmer kann damit den Erfolg bis in den kleinsten Teilbereich seines Unternehmens genau berechnen und auch neue Projekte auf ihre Erfolgschancen untersuchen. Die Struktur des Unternehmens hat dabei keinen Einfluss auf die Bedeutsamkeit der Kostenrechnung. Durch sie kann jeder Teilbereich des Unternehmens unabhängig voneinander betrachtet werden. Dadurch genießt jede Teilbereichsleitung größtmögliche Freiheit. Sie benötigt laut von Mises daher lediglich die Vorgabe, Gewinn zu erzielen. Wie sie zu den Leasen kommt, ist ihr überlassen. So hat die Teilbereichsleitung die Verantwortung und ist in erster Linie sich selbst verpflichtet. Kapitel 1, Absatz 3. Durch die Kostenrechnung, welche freie Marktpreise voraussetzt, ist die kapitalistische Ordnung jeder anderen Wirtschaftsordnung überlegen.
Dank ihr können Unternehmen dezentral organisiert werden, wodurch eine Bürokratisierung des Unternehmens vorgebeugt wird. Zudem wird durch die Kostenrechnung ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt erst ermöglicht, da die Kostenrechnung eine günstige, das heißt ressourcenschonende, Produktionsweise möglich macht. Kapitalistische Personalpolitik. Die Angestellten richtig zu beurteilen, gehört für Ludwig von Mises zu den wichtigsten Fähigkeiten einer Führungsperson. Irrt sie, setzt sie ihren eigenen Ertrag aufs Spiel, da sie entweder Mitarbeiter an die Konkurrenz verliert oder zu hohe Löhne bezahlt und in beiden Fällen dauerhaft den eigenen Ertrag schmälert und gegebenenfalls Verluste einfährt. Aus diesem Grund kann sich eine Führungspersönlichkeit auch keine Willkür gegenüber seinen Mitarbeitern erlauben, sondern ist gezwungen, sie ausschließlich auf Grundlage ihrer Produktivität zu beurteilen. Dies schützt die Angestellten vor persönlichen Abhängigkeitsverhältnissen und einer Günstlingswirtschaft. Daher bedarf der Arbeitsmarkt auch keinerlei Eingriffe. Kapitel 1, Absatz 4. Der Arbeitsmarkt im Kapitalismus ist genauso frei von Eingriffen wie der restliche Markt. Der Produktionsfaktor Arbeit unterscheidet sich in seiner marktwirtschaftlichen Bedeutung nicht von den Produktionsfaktoren Boden und Kapital. Der Arbeitnehmer als Eigentümer seiner Arbeit ist somit gegenüber dem Arbeitgeber souverän und dadurch ein freierer Mensch, als er es in anderen Systemen wäre. Bürokratisches Wirtschaften. Bürokratisches Wirtschaften bezeichnet von Mises als die Art des Wirtschaftens, bei der sich nach Regeln und Vorschriften gerichtet wird. Der Bürokrat unterscheidet sich damit von Führungspersonen in der freien Wirtschaft durch die fehlende Unabhängigkeit und Freiheit. Er muss sich komplett den Regeln beugen, die seine Tätigkeit definieren. Diese Art des Wirtschaftens ist daher für von Mises genau dort notwendig, wo ein kapitalistisches Wirtschaften nicht möglich ist. Ein wesentliches Merkmal der Bürokratie ist der fehlende Zusammenhang zwischen Einnahmen und Ausgaben. Die öffentliche Verwaltung kann nur Geld ausgeben, da Geldmittel nicht am Markt erzielt, sondern zugeteilt werden. Nach von Mises führen mehr Ausgaben in der öffentlichen Verwaltung auch zu besseren Ergebnissen, weswegen für Bürokraten ein Anreiz besteht, Geld zum Fenster hinauszuwerfen, sodass Sparsamkeit ebenfalls angeordnet werden muss. Kapitel 2, Absatz 3. In welchen Bereichen ein bürokratisches Wirtschaften notwendig ist, wird von verschiedenen Ökonomen unterschiedlich bewertet. Für von Mises sind es nur Bereiche, welche der Staat durch die Ethik des Eigentums, siehe Beitrag 2, verwalten darf. Alle anderen Bereiche können durch das Gewinnmotiv gesteuert werden. Bürokratische Personalpolitik. In der bürokratischen Wirtschaft ist das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Untergebenen anders als in der freien Wirtschaft. Nach von Mises ist es persönlich. Der untergebene Bürokrat wird nicht für seine Leistungen, sondern für die eigene Person beurteilt. Er wird beurteilt, inwiefern er sich der Hierarchie einfügt, die Regeln befolgt und auch wie er sich in seiner Freizeit verhält. Der Bürokrat steht damit in völliger Abhängigkeit zu seinem Vorgesetzten. Kapitel 2, Absatz 5. Dies wirkt sich auf den geistigen Horizont und die Psyche des Bürokraten aus und damit auch auf seine Rolle als Wähler. Kapitel 5, Absatz 3. Und sogar auf die Erziehung der eigenen Kinder. Kapitel 6, Absatz 2. Von Mises fundamentale Kritik am Typus Bürokrat ist weniger abwertend gemeint, als sie vielleicht klingt. Es ist vielmehr eine Warnung davor, in diesem System zu versumpfen. Von Mises erkennt, dass in den USA der 40er Jahre der Typus des europäischen Bürokraten in den US-amerikanischen Verwaltungen gar nicht existiert, obwohl die dortige Verwaltung ebenfalls bürokratisch ist. Den Grund dafür sieht von Mises vor allem im damaligen Umstand, dass fast jeder Bürger der USA im Laufe seines Lebens sowohl in der Bürokratie als auch in der freien Wirtschaft tätig ist. Probleme der Bürokratie. Den bürokratischen Wirtschaften fehlt die Kostenrechnung. Sie ist gar unmöglich, weshalb das Bürokratische dem kapitalistischen Wirtschaften unterlegen ist. Bürokratie ist ineffizient und verschwenderisch. Kapitel 2, Absatz 4. Und ist daher für die nationale Ökonomie genauso ungeeignet wie der Sozialismus und sollte daher unbedingt auf die öffentliche Verwaltung beschränkt bleiben. Kapitel 3, Absatz 1. Andernfalls sind Unternehmen gezwungen, nicht nur dem Gewinnmotiv, sondern auch Maximen bürokratischen Wirtschaftens zu folgen. Kapitel 3, Absatz 2. Was eine Bürokratisierung von Privatbetrieben überhaupt erst ermöglicht. Kapitel 4, Absatz 1. Folgen wird ein ineffizientes Wirtschaften. Kapitel 4, Absatz 2. Eine auf persönliches Gutdünken beruhende Personalpolitik. Kapitel 4, Absatz 3. Und eine generelle Abhängigkeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern von bürokratischer Willkür.
Kapitel 4, Absatz 4. Viele von Ludwig von Mises beschriebenen Probleme sehen wir in der heutigen Wirtschaft. Private Unternehmen sind teilweise bürokratisch, ineffizient und verschwenderisch. Beispiele gibt es zu Genüge, zum Beispiel der gesamte Energiesektor, unter anderem RWE mit dem Hambacher Forst. Oft ungesehen bleiben dabei die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die ein bürokratisches Wirtschaften mit sich zieht. Prinzipien der Marktgestaltung. Um den arbeitseiligen Markt zu organisieren, bedarf es einem Prinzip, nach welchem dies geschieht. Für von Mises gibt es dafür genau zwei Möglichkeiten, das Gewinnmotiv oder die Disziplinierung. Ein Marktakteur kann entweder freiwillig nach eigenem Ermessen arbeiten oder ein Gesetz muss ihm mittels Zwangs vorschreiben, wie er seine Arbeit zu verrichten hat. Sich nach dem Gewinnmotiv zu richten, bedeutet der Allgemeinheit zu dienen. Denn nur wer in der Lage ist, die Bedürfnisse der anderen zu befriedigen, kann im Kapitalismus reich werden. Wer nicht nach dem Gewinnmotiv handelt, kann nur mit Hilfe von Zwang und Gewalt an die Geldmittel seiner Mitmenschen gelangen. Aus dem Gewinnmotiv geht die einzige Aufgabe von Unternehmen hervor: Gewinne zu erzielen. Wer nicht in der Lage ist, seinen Mitmenschen zu dienen und deswegen keine Gewinne erzielen kann, der empfindet diese Wirtschaftsordnung schnell als ungerecht und ist dazu verleitet, sich mit Peitsche und Stiefel eine Kundschaft zu erzwingen. Gerade dies verdeutlicht den menschlichen Charakter des Kapitalismus und den unmenschlichen Charakter aller antiliberalen Ideologien. Zusammenfassung: Kapitalismus ist Eigentum. Kapitalismus ist Vertragsfreiheit. Kapitalismus ist freiwillige Kooperation und Arbeitsteilung. Nur wer in der Lage ist, zusammenzuarbeiten und den Konsumenten zu dienen, kann sich im Kapitalismus durchsetzen. Der Kunde herrscht in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung mit Hilfe des Marktpreises. Und da alle Marktakteure Kunde sind, herrschen alle. Deswegen kann man den Kapitalismus auch treffend als Marktdemokratie bezeichnen. Unternehmen müssen möglichst viele und nicht nur die besonders Reichen von sich überzeugen, damit sie am Markt bestehen können, weswegen Kapitalismus gerade auch für die Massen von Vorteil ist. Die kapitalistische Wirtschaftsordnung ist aufgrund der Kostenrechnung allen anderen Systemen in Effizienz und persönlicher Freiheit überlegen. Ohne die Kostenrechnung ist es dem Unternehmer nicht möglich, Folgen weitreichend abzuschätzen. Er kann ohne sie gar keine zukunftsorientierten Entscheidungen treffen. Ein Verzerren oder gar Abschaffen der Kostenrechnung muss daher zwangsläufig zu Verwerfungen führen und wird letztendlich jedes System in die Knie zwingen. Es ist daher äußerst wichtig, die Bürokratie auf die öffentliche Verwaltung zu beschränken.